Ich war zuerst etwas ratlos, zunächst war nur von dem Thema Atomspende die Rede, dass man sowas inzwischen in Deutschland eigentlich gar nicht was reintun. Und stattdessen habe ich mein Thema formuliert: drei deutsche Anti-Atom-Dörfer. Mein alter Freund Frank Rüdiger, der auch zugleich mein schärfster Kritiker genannt ist, betreibt seit geraumer Zeit die Besessenheit vom England aus Birmingham ein Projekt globale ökologische Erinnerungsorte. Nicht die ökologische Erinnerung, soweit es überhaupt existiert, ist die auch eine ökologische Vergessensgeschichte, macht sich auf einem Ort fest. Was die deutsche Anti-Atom-Bewegung anbetrifft, kann man eindeutig drei Orte ganz besonders hervorheben. Erstens Biel, nicht am Oberrhein, zweitens Rockdorf in der Unterelbe und drittens Görlingen im Wendland. Nun ist es. Das ist mal so ein Zufall, was ich brauche im Moment. Achso! Alles in Ordnung zusammen. Es ist überall das schon gesetzlich viel geschrieben worden. Ich habe früher von Zeit zu Zeit immer ganz lange Literaturberichte zum Kennedy-Kontroversen gemacht worden. Deswegen, man weiß gar nicht, wo man anfangen und gerade aufgehört hat, obwohl es von. Von guter Qualität her auch wieder bemerkenswert wenig Literatur gegeben. Die meisten Literatur ist auch von bestimmten Perspektiven eher geschrieben. Man kann in dieser Aufeinanderfolge Biel, Rockdorf, Görlingen, wenn man will, das war eine hegelianische Dialektik, These, Dialektik, These, Antithese, Synthese, die man reinnehmen. Mit Biel, also der erste große Startschuss, von wo aus seit Frühjahr 1975 wir in der bundesdeutschen Anti-AfD-Bewegung zu eskalieren begann. Rockdorf Ende 1976 ist von einer weiteren Demonstration ein dramatischer Höhepunkt, wo es zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen mit der Polizei kam. Und sich zum Teil auch durch den Einfluss die starken Rechte der Maoisten die Anti-Akademie-Regierung zu spalten drohte und dann in der auffolgenden Zeit Görlingen als ein Ort auch der neuen Sammlung und Verbreitung der Anti-Akademie-Regierung, wo die Anti-Akademie-Regierung auch zur Umweltbewegung auswächst. Ich habe auch mal ein Schulbuch zur Umweltgeschichte herausgemacht beim Wettbewerb Mensch und Umwelt, Menschen dafür in der Geschichte. Und da habe ich auch ein Bild von einem Zusammenschluss der Polizeidemonstranten vor Görlingen gemacht. Und Demonstranten nahmen dort die Bäume. Insofern symbolisiert dieses Bild, wie die Anti-Atom-Bewegung sich ausweitet zu einer allgemeinen Umweltbewegung. Als ich das mal von dem Europa-Grünen in Brüssel Vortrag zu halten hatte und hinterher mit der Rebecca Harms, der deutschen Grünen Abgeordneten, zusammen saß, fragte sie, ob ich denn wüsste, warum dieser Mann da genau einen Harms habe. Nee, sagte ich. Ja, weil sie selber oben auf die Bauern draufgesessen hätte. Auch ein Umweltbewegung im weiten Sinne war, oder sich hier auch romanisch infiziert hätte, auf diesen einen Punkt auch anders verhindert, auf andere Regeln verstellt hat. Darüber könnte man auch eine ganze Konferenz lang diskutieren. Ich muss mich ganz kurz fassen, das ist furchtbar schwer für mich. Bei Biel, Februar 1975, zum ersten Mal Bauplatzbesetzung, Polizeigewalt, ein Wasserwerk am falschen letzten Jahr aus, dann aber kommt die Sätze formiert wieder. Das machte schlagartig die Anti-AKW-Bewegung in die Hauptstadt seine Medien.
Noch 1974 hat es groß und erfunden gegeben, 10.000 Zeitungsartikel zur Kernenergie, nur ein winziger Bruchteil war kritisch. Das kritische Organ war jetzt damals die Frankfurter Allgemeine gewesen. Und jetzt plötzlich wurde es schlagartig anders. Wie zum Beispiel so Sachen wie sogar Wiederausbau und Bauern sich den Wasserwerfern der Polizei entgegenstellen, dass obwohl sie doch gar nicht gemeint waren, das ging durch und durch. Ich würde erstens sagen, wir ziehen erstens von dem Überraschungseffekt. Fleißige Historiker können zwar lange Wurzeln dieses Protestes entdecken und zurückverfolgen, aber es war damals noch eine große Überraschung. Für mich auch, genauso wie für viele Medienleute. Während Popdorf Ende 1976 nicht über den Überraschungseffekt zehrte. Sie wollten das gleich machen wie in Wien auch als Besetzung. Aber da hatten wir bei der norddeutschen Polizei schon viel stärker gemacht, dass die Bau als Protestung ausgebaut und da wurde es gut blutig. Zwei interessante Gesichtspunkte von Wien. In Wien kam es erstmals zu einer Verbindung der lokalen bäuerlichen Bevölkerung der Winzer mit den linken Studenten aus der 68er Tradition aus Freiburg. Das war keineswegs eine spannungslose Erwähnung. Aber sogar auch die Wünsche, der eigentlich Enthusiast für Kernenergie gewesen war, scheint für Güter umreiste nach Wien, hat sich aber noch belächerlich. Jens Scheer, der Anti-Arabier aus Bremen, kam mit dem Motorrad angebracht und wollte wieder zu den Tanken. Bekannt gegen die Polizei auffordern, weil die Brücke nieder und sagte, er würde wieder zurück nach Hamburg fahren, was er dann auch nach Berlin fahren, was er dann auch macht. Auf jeden Fall ein einigermaßen harmonisches Bündnis zwischen Antisemitismus und ständischer Linken entstand. Auch wichtiger Punkt, die Kernkraftgegner gewannen Unterstützung beim Verwaltungsgericht in Freiburg, was zunächst einen Baustopp verhängte und dann den Kernkraftwerk einen sogenannten Märzschutz zur Auflage machte, der das Kernkraftwerk erheblich verteuert hätte. Darauf war nur, dass in den Warenwerken das Interesse an dem ganzen Projekt. Interessanterweise, Wien ist zwar der historische Erinnerungsort, die Wiener selbst aber waren über tief gespalten. Die können das heute gar nicht gut haben, wenn man hier auf ihrem Ort so hoch wird. Freiburg sich heute in Erinnerung an die Urteile des Freiburger Oberverwaltungsgerichts rühmt, als der Ursprungsort der deutschen Umweltbewegung zu sein. In Brockdorf, wie gesagt, wieder Versuch einer Bauplatzbesetzung, die scheitert. Brockdorf ist auch gebaut, in Betrieb genommen worden. Da traten also die Karo-Gruppen, die Maoisten. Erstmals sehr stark in der Erscheinung und es begann die dauernde Gewaltdiskussion, die Anti-AKW-Bewegung sehr belastet hatte, weil Gewaltfragen nur noch theoretisch gar nicht gewählt sind. Es gibt ja Situationen, wo Gewalt auch was Gutes gehört kann, insofern sehr verdammt. Auf jeden Fall beruhte in der Folge auch eine Spaltung. Obwohl man grundsätzlich sagen muss, dass auch eine ganze Reihe von Maoisten sich da damals verändert haben und so umgeschaltet haben. Und dann kommt jetzt so besonders interessant und Gordon, späte 70er Jahre und dann auch nach 1980 in seinem Zentrum ist der des Widerstands. Und da wird es nur insofern besonders interessant, denn Gordon wurde damals die größte Wiederaufarbeitungsanlage der Welt geplant, 1400 Jahrestonnen. Der Witz ist aber, dass im Grunde die deutsche Energiewirtschaft in Wien gar nicht hinter dem Projekt stand. Sie betrieb das nur, weil die Bundesregierung unter 75 das sogenannte Entsorgungszug, die verfügbare Kernkraftwerke dürfen nur gebaut werden, wenn die Entsorgung gesichert sei und natürlich auch
wieder aufarbeitet. Eigentlich hatten wir gar keine große Lust dazu. Gab es gewaltige Demonstrationen. Es gab im März 1979 auch ein internationales Symposium in Hannover für das vorherige Projekt, wo auch führende amerikanische Kernenergie-Experten kamen. Und die amerikanische Regierung Carter hat inzwischen die Wiederaufarbeitung aufgegeben, diese Kollaborationsgefahren. Die dortigen Gegner konnten sich also auf den amerikanischen Atomexperten berufen. Und sogar Karl Friedrich von Weizsäcker, bis dahin der Halbdorf, der Atomziele schwenkte langsam um, was einen tiefen Schock verursachte. Und daraufhin hat der niedersächsische Ministerpräsident Albrecht, CDU, einen Rückzieher vollzogen und das Projekt als nicht durchsetzbar ACTA gelegt. Der Projektleiter schwört auch, dass er als Kanning der deutschen Atomwirtschaft nicht kann, die größte Niederlage der Römer gegen Hannibal, während das habe ich selber erlebt. In der Energieszene, wo man hinter vorgehaltener Hand schüttelt, man müsste eigentlich den neuen Gegnern dankbar sein, sind die Energiewirtschaften der größten Energieinvestitionen ihrer Geschichte beraten. Dieses Frühjahr 1979, als die große Wende, aber der Erinnerungskultur, der Anti-Apartheid-Bewegung ist danach erst interessant, als ein Endaktor ordentlich vorgesehen war, als dagegen dann die Freie Republik Wendland gegründet wurde und von ihren Räumen, wie das Buch gezeigt habe. Also wer die Anti-Apartheid-Bewegung als wenn auf die Bewegung, die populäre Bewegung schaut, den Anti-Kult-Status hat eigentlich erst das danach erreicht. Jetzt möchte ich ganz zum Schluss, ich versuche das in 3 Minuten, wie ich es mal einen schweren Schritt nach Japan haben. Ich hatte einige Zeit nach Fukushima, war ich in Japan gewesen, wo der Schwerlauf ging an die Arabie-Szene herumgereicht. Und ich bin dann auch ein ganz neues Jahr, weil er lebt, was wir im Mont und vor. Habe ich dann anschließend hier in Berlin mit dem Weib getroffen, der mit Sirito Shimbu damals auch dieses Buch geschrieben hat, Japan als Vogels, Umweltpolitik und sagt, es hätte auch in Japan seit langem viele lokale Initiativen gegen Kernkraftwerke gegeben. Aber diese lokalen bleiben wollen. Sie wollten nur ein Büro in Tokio haben, weil sie denken, das ist sowieso nur von der TEPCO korrumpiert. Sie wollten gar nicht vernetzt werden. Sie wollten nur unter sich bleiben. Und das sei lange, jedenfalls vor Fukushima, das entscheidende Hemmnis der japanischen Anti-Apartheid-Bewegung gewesen, der Vorteil der Deutschen wäre gewesen, der Typ des pragmatischen 68ers, der auch wenn er eigentlich gar nicht so gegen Kernkraft war, doch das Gefühl hatte, man darf die Leute nicht allein lassen, man muss sie mit wissenschaftlicher Kompetenz versehen, man muss sie mit politischen Kompetenz versehen, man muss sie vernetzen. Das hätte die deutsche Anti-Apartheid-Bewegung gerettet. Es ist hier noch tausend Manieren zu sagen, aber ich verschluss. Dankeschön.